Und herzlich willkommen zur Late Night Show mit mir, Ungo Dongo. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Apropos Night. Was war denn eigentlich gestern los? Habt ihr das mitbekommen? Ein runder, riesiger, dunkler Ball hat sich vor den Lichtgott geschoben und das ganze Dorf in Panik versetzt. Es war so dunkel, dass es mich das erste Mal beim Sex nicht gestört hat, dass meine Frau genauso aussieht wie ich. Die Dunkelheit hat aber auch noch andere positive Effekte. Ich musste zum Beispiel nicht mit ansehen, wie meine Kinder schon wieder von dem Säbelzahntiger zerfleischt werden. Ruhe da raus jetzt! Hashtag der Woche, wie jede Woche, Stein. Hashtag Stein. Hashtag der Woche, Stein, meine Damen und Herren. Hast du eigentlich mitbekommen? Habe ich letztens gelesen. Bronze soll jetzt den Stein ersetzen, habe ich gehört. Bronze ist so eine glitzernde Masse, die sich bei Erhitzung verformen lässt irgendwie. Ja, ja, wollen wir mal sehen, wie deine guten alten Stein ablöst. Hashtag Stein, sag ich nur. Ja, gestern war der Lichtgott kurz weg. War ein richtiger Scheißtag, würde ich sagen. Ist mir richtig auf die Nerven gegangen. Aber ich meine, im Gegensatz zu den Dinosauriern haben wir den Tag wenigstens überlebt. Too soon, too soon, too soon. Ey, sorry, es war ein blöder Witz. Aber damit ist ab heute ein für alle Mal Schluss. Keine dummen Witze mehr, keine Dummheit mehr. Haben Sie es gelesen? Seit gestern ist es offiziell. Unsere Spezies heißt nicht mehr Homo sapiens, sondern Homo sapiens sapiens, meine Damen und Herren! Doppelsapiens! Wer hat sich das ausgedacht? Ein Stotterer? Homo sapiens sapiens. Mein Gott, hätten die für die Namensfindung unserer Spezies nicht mal jemanden engagieren können, der mehr als zwei Worte kennt? Homo sapiens. Und jetzt, wo wir doppelt weise sind, ja? Sapiens, sapiens, doppelt weise, ist es endlich Schluss mit dummen Ideen. Keine dummen Ideen mehr! Dumme Ideen oder wie die AfD es nennt, Parteiprogramm. Kommen wir nun zu den Schlagzeilen. Der Säbelzahntiger hat leichten Schnupfen als Todesursache Nummer 1 abgelöst. Dieser verdammte Säbelzahntiger. Auf der anderen Seite, seitdem ein Säbelzahntiger gestern den behinderten Sohn von Fred, wo ist er? Fred, no offense, Alter, zerfleischt hat, ist die Arbeitslosenquote in unserem Dorf wieder bei 0%, meine Damen und Herren. 0%, yes! Achtung! Immer mehr Höhlen werden mit Wandkritzeleien beschmutzt. Jugendbanden ziehen umher, um fragwürdige Botschaften an die Wände zu kritzeln. Ist auch Ihre Höhle betroffen? Mein Gott, es wird höchste Zeit, dass endlich mal jemand die Tür erfindet. Hm? Und Leute, mein Gott, hört doch endlich mal auf damit. Ey, ihr könnt auch einfach nicht zeichnen. Ihr malt da ständig solche Mammuts und sehe ich so aus, oder was? Manche bezeichnen das Ganze als Cave Art. Die meisten allerdings weiterhin als Uga Uga Wuwu. Uga Uga Wuwu! Sapiens. Sapiens, Sapiens. So, wir haben eine fantastische Show für Sie vorbereitet, meine Damen und Herren. Alle reden momentan drüber. Wir haben es heute hier live im Studio. Feuer! Außerdem die Asche seines Erfinders und seinen Kollegen. Wir verraten euch, was man damit alles machen kann. Und natürlich haben wir noch genug Zeit, es mehrere Stunden verwundert anzuschauen und immer mal wieder zu testen, ob es noch wehtut, wenn man seine Hand reinhält. Ebenfalls zu Gast unser Dorfältester, meine Damen und Herren. Woo! Er verrät uns wahrscheinlich, wie man glücklich und zufrieden sage und schreibe 19 Jahre alt werden kann. Wow. Außerdem haben wir unseren Außenreporter losgeschickt, um die neuesten Werkzeuge zu testen. Nachdem mit der Keule das Dating ja zum Kinderspiel geworden ist, verspricht ein spitzer Ast, den man vorne so ein bisschen abgebrochen hat, Säbelzahntiger zu verjagen. Ich bin gespannt. Und wir präsentieren Ihnen die Top 5 Jahreszeiten, all das und noch viel mehr nach der Werbung. Bleiben Sie dran, bis gleich. Gute Arbeit. Originals. Hey, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann klickt hier für weiteren Online-Exclusive Ungo Bongo Late Night Content. Ansonsten hier nochmal weitere Videos von uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.